wunderschönen guten Morgen. Sattelt gerade um, ich hänge meinen Dreiachser drauf. Der Vierachser steht schon. Der Kieflader. Und dann fahre ich mit meinen Kollegen, mit dem Thomas zusammen, ins Schweinstal. Ich glaube, Schweinstal ist das, gell? Schweinstal. Ich meine ja. Bei Krickenbach da, in den Steinbruch. Heil, jo, heil, Moment. Heil, jo, heil. So. Hol mir wieder diese, den Hanomag Radlader und den R944. Bin ich schon drin, ja? Geh dann zurück nach Kaiserslautern in das Natursteinwerk und dann fahren wir wieder beide zusammen auf die A6 und holen den letzten Bagger, der da steht. Steht ein R924. Aber der hat 95 Löffel dabei, keine Ahnung. Thomas lädt dann die ganze Löffel. Ist noch eine Fräse und ach, weiß nicht, was noch dabei. Also jede Menge. Und ich lade den Bagger.
vorwärts reinkommen.
aufgeladen. Das Wochenende. Ich nehme jetzt auch schnell mein Tiefbett wieder an. Dann ist Wochenende. Richtig. Der Schlusspfiff kommt immer zur richtigen Zeit. Ich sehe mal wieder gar nichts. Ich sehe alles, nur nicht das, was ich sehen soll. Einfach bescheiden ohne diese Arbeitsleuchten hin am zwischen Schwanenhals und Tiefbett. Nach Gefühl. Egal. Ich krieg ihn schon rein irgendwie. Es ist. Zack. Hast du es gemerkt? Ja, alles gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Ah, Gott, warmes Gerufen. Sehen wir uns in einer nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis denn. Tschüss.